herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Und dieses Video heißt ein etwas anderes als die, die ihr sonst finden werdet. Denn dieses Video wird einerseits erstmal komplett ungeschnitten hochgeladen werden und andererseits einfach daraus bestehen, dass ich etwas erzähle. Und das ohne, dass ich mir davor großartig Notizen gemacht habe oder andere Dinge. Denn es geht darum, dass ich ein sehr kleiner Content Creator bin. Wahrscheinlich einer von sehr, sehr, sehr vielen da draußen. Und meine Videos erzielen nicht viele Aufrufe. Und das ist doch vollkommen okay. Aber ich möchte in diesem Video erklären, warum ich trotzdem seit einigen Jahren schon mittlerweile YouTube-Videos produziere, ohne dafür wirklich eine, ich will nicht sagen Gegenleistung, aber etwas zurückzubekommen. Also ich habe nicht wirklich viele Abonnenten bekommen und ich habe auch nicht wirklich viele Likes und Klicks bekommen. Also so dieses typische Ziel, das man hat durch Social Media, das ist bei mir noch nicht so richtig eingetreten. Und aus diesem Grund möchte ich in diesem ehrlichen und ungeschnittenen Video darüber reden, warum ich trotzdem YouTube mache und warum ich trotzdem so viel Spaß in YouTube-Videos habe. Denn dieses Video soll gar nicht so traurig oder ernst sein. Es geht da einfach vielmehr darum, so ein bisschen einen Einblick darüber zu bekommen, warum ich das mache, was ich mache. Also warum produziere ich wöchentlich YouTube-Videos und warum gebe ich mir so viel Mühe, zumindest in dem besten Wissen und Gewissen, so wie ich es mit meinem derzeitigen Können kann. Ich habe mir dazu ein paar Punkte auf meinem Handy aufgeschrieben, damit ich einfach nichts vergesse. Das sind reine Stichpunkte. Und deswegen wundert euch nicht, falls ich immer mal wieder so nach links picken sollte. Aber das erste ist einfach die Consistency, also die Konstante. Ich mache mittlerweile seit über 2 Jahren, also in der Corona-Zeit habe ich begonnen, wieder aktiv YouTube-Videos zu machen. Und seitdem ist es einfach so eine Konstante in meinem Leben, die halt immer wieder da ist. Das heißt, ich mache sie, die YouTube-Videos, primär aus dem Grund, weil ich einfach gerne Videos erstelle und gerne einfach so eine gewisse kleine Routine in meinem Leben habe. Das bedeutet auch, dass ich deswegen einfach weitermache. Ich will, es ist sozusagen ein kleines Experiment von mir geworden. Kein Selbstexperiment zum, wie werde ich erfolgreich oder wie bekomme ich innerhalb von Monaten Abonnenten, sondern es ist so ein Experiment geworden mit, schaffe ich es wirklich, jede Woche Videos hochzuladen. Und wenn ihr euch jetzt meinen Channel genauer anschaut, dann werdet ihr merken, dass ich zwar vor 2 Jahren begonnen habe, aktiv Videos zu machen, aber dazwischen Pausen hatte. Und somit habe ich das nicht geschafft, aber ich habe eben trotzdem nicht aufgegeben. Und gerade jetzt bin ich wieder dabei, in einem ungefähren Wochentakt Videos zu produzieren. Und das ist gar nicht mal so einfach, denn es ist extrem viel in meinem Leben, was halt abseits von YouTube abläuft, logischerweise, weil YouTube ist einfach ein ganz, ganz kleiner Part von meinem Leben und aus diesem Grund ist es manchmal sehr schwer, Videos hochzuladen und ich will mir aber diese Zeit nehmen, weil ich einfach Lust darauf habe. Und warum habe ich Lust drauf? Das ist jetzt quasi das, was ich in diesem Video so ein bisschen erklären will. Also der erste große Punkt neben der Selbstchallenge, die ich mir quasi gestellt habe, dass ich das einfach machen will, ist die Skills, die ich damit lerne. Ich lerne Videos zu skripten, also ich beginne anders. Ich lerne, wie ein Video aufgebaut ist, das heißt, was braucht es alles für ein gutes Video. Ich lerne, wie das Skript für ein gutes Video funktionieren muss, damit ein Video interessant bleibt. Ich lerne, was es benötigt zu filmen und bei Filmen, das klingt sehr oberflächlich, aber da gehört sehr viel dazu. Also die Lichtverhältnisse müssen passen und der Ton und die Kamera und es muss halbwegs spannend gestaltet sein und es darf halt auch einfach nicht zu unspannend gefilmt werden. Und das ist einfach etwas, das ich dadurch lerne. Und mir macht das persönlich sehr viel Spaß und aus diesem Grund finde ich es so cool, genau das festzuhalten, beziehungsweise diesen Kanal zu haben. Weil auch wenn niemand jemals diesen Kanal wirklich entdecken wird, kann ich später den Verlauf ansehen zwischen meinen ersten und meinen neuesten Videos und mir denken, dass ich besser geworden bin. Das denke ich mir jetzt schon, aber ich weiß, dass ich noch lange nicht da bin, wo ich hin will und genau aus diesem Grund mache ich weiter und bringe mir weiter neue Dinge bei. Und das geht eben weiter bis hin zu einem Design von einem Thumbnail. Also was muss da drauf sein? Was bekommt mehr Klicks? Das ist halt durch die Analytics sehr spannend zu sehen. Bei mir sind halt mehr Klicks, wenn ein Video 50 Views mehr als das letzte hat, dann kann ich mir denken, dass hier
mehr Leute draufgeklickt haben als auf das letzte. Das heißt, was war in diesem Thumbnail designtechnisch umgesetzt, was beim letzten vielleicht gefehlt hat? Und wie funktioniert es sozusagen, die Aufmerksamkeit von einem potenziellen Zuseher zu bekommen? Und natürlich auch der Videoschnitt. Also wie gestaltet man ein Video spannend, um die Spannungskurve aufrechtzuerhalten? Weil in diesem Video werde ich nicht schneiden. Das heißt, es wird einfach ein Uncut-Video sein, das ich so hochladen werde. Und aus diesem Grund wird es auch sehr schwer sein, hier eine Spannungskurve zu erzeugen. Das heißt, Leute, die dieses Video zum Beispiel jetzt bei Minute 5 noch schauen, das sind diese Leute, die sich tatsächlich für meine Geschichte interessieren. Also für, warum mache ich YouTube-Videos für 0 Views, so wie es im Titel steht. Und diese Leute werden sehr, sehr, sehr wenige sein. Aber eventuell werde es vor allem ich sein in ein paar Jahren und mir vielleicht mit diesem Video einfach vor Augen halten können, warum mache ich das Ganze. Und ja, es ist zusätzlich auch einfach ein Motivationsfaktor, Dinge zu tun, die ich sonst nicht tun werde. Also der große Punkt daran ist, dass ich die Ausrede, ich mache es für ein Video, sehr gut nutzen kann von mir selbst, um Dinge zu tun, die ich sonst nicht tun würde. Also vor allem Experimente, die ich sonst nicht tun würde. Weil manchmal hat man so eine kleine Hemmschwelle, Dinge zu tun, und wenn es jetzt nicht wirklich einen Grund gibt, sie zu tun, dann vermeidet man sie. Und genau das ist eben, wo das Videodrehen reinspielt. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen etwas tun will, aber mich nicht wirklich traue oder keine wirkliche Lust drauf habe, aber es eigentlich wirklich tun will, dann kommt der Faktor, ich drehe ein Video drüber, sehr positiv für mich ins Spiel, weil ich dadurch dann quasi diese Hemmschwelle verringere und somit einfach das Video dazu drehe und somit aber im Hintergrund natürlich auch das dafür tun muss, wie jetzt zum Beispiel Tagebuch schreiben ist ursprünglich dadurch entstanden, dass ich darüber ein Video machen wollte. Ich sollte jetzt nicht vielleicht 500 Tage Tagebuch werden, aber es sollte ein YouTube-Video werden. Und mittlerweile bin ich bei weit über 500 Tagen und das war eigentlich nur dafür da, um ein Video zu schreiben. Aber ich habe gemerkt, was für Benefits mir das gebracht hat und wie viel mir das in meinem Leben weitergeholfen hat, und deswegen ist es einfach ein Teil von meinem Leben geworden. 30 Tage kein Fleisch essen, ihr werdet das auf meinem Kanal finden, ist genauso eins von diesen Videos gewesen. Das habe ich gedreht, um ein Video zu haben. Diese Challenge habe ich mir vorgenommen und auch meine ganze Familie war dabei. Wir haben zu dritt einen Monat lang komplett auf Fleisch verzichtet und das war nicht leicht, weil wir haben sonst sehr viel Fleisch gegessen. Und ohne diese Idee dafür, ein Video drehen zu wollen, wäre ich niemals darauf gekommen. Und das ist eben genau das, was ich in diesem Video so ein bisschen rüberbringen will. Es steckt so viel mehr hinter einem YouTube-Video für mich, als einfach nur, wie viele Likes, wie viele Views und wie viele Abonnenten habe ich. Und da zählt eben auch die Ablenkung hinein. Also es ist einfach der Alltag, und ich glaube, ich muss es niemandem von euch sagen, die Welt gerade ist eine sehr verrückte und eine sehr, sehr wandelbare. Und es ist einfach sehr schwer geworden, so eine Konstante zu haben, die einen immer ablenkt. Also alle Dinge werden teurer, alle Dinge werden schwerer zu erreichen, es wird alles komplizierter und man muss sich dann natürlich drauf einstellen. Aber wir Menschen brauchen eine Zeit, um uns auf eben solche Dinge einzustellen und uns umzustellen. Und deswegen ist es eben so cool, diese konstanten Ausgleich von YouTube-Videos zu machen. Ich mache diese YouTube-Videos. Ich habe alles, was ich benötige dafür. Und alles, was ich zusätzlich brauche, ist meistens einfach nur mein Köpfchen, irgendeine coole Idee und dann ein Konzept, das ich umsetzen kann. Und das funktioniert meistens mit sehr wenig Aufwand bzw. Geldaufwand. Und somit ist es sozusagen ein sehr angenehmes, YouTube-Videos zu drehen, weil diese ganzen Faktoren von außen nicht wirklich da hineinfallen. Und deswegen ist es einfach was Cooles nebenbei. Es ist einfach ein perfekter Ausgleich, um mal abzuschalten. Und der Prozess von einem YouTube-Video, von die Idee, der Umsetzung, dem Skript, dem Dreh, dem Schnitt, das ist sehr viel Zeit, was da hineinfällt. Und auch wenn es niemand sieht, ist es sehr viel Zeit, die ich, wenn ich sie dafür opfern möchte, opfern kann, um dann ein cooles Endprodukt zu erzeugen, das mich freut, hochzuladen. Denn wenn zwei Leute mehr dieses Video geliked haben, dann ist es für mich einfach so ein kleiner Faktor, wo ich mir denke, hey, cool, es haben zwei Leute sich dieses Video angeschaut und sich gedacht, wow, gefällt mir, like ich. Und dann denke ich mir, nice, Mann, es freut mich, das reicht mir, ich finde es nice. Ihr habt das gesehen, ihr fandet das cool, ihr habt das geliked, ich bin zufrieden. Ich brauche nicht mehr von diesem Video, weil diese ganzen Faktoren, bevor dieses Video auf YouTube gelandet ist, schon für mich so eine positive Auswirkung hatten. Und ein letzter Faktor bzw. vorletzter Faktor ist die Kreativität, denn es tut so gut, einfach mal kreativ zu sein. Es ist etwas, das in der heutigen Zeit bei manchen
komplett verschwunden ist. Und das ist irgendwie traurig. Es ist einfach so ein toller Ausgleich, einfach mal seine Kreativität ausleben zu können. Und da sind wir wieder bei den Skripten und Ausdenken und Ideen finden. Und das ist genau das, was ich gerne mache. Ich bin einfach gerne kreativ und ich lebe einfach gerne diesen ganzen, alles, was da oben abgeht, aus. Und wenn ich das so umsetzen kann und dann die verrücktesten Sachen oder auch nicht verrücktesten Sachen, die dümmsten Sachen, die einfachsten Sachen, die unlustigsten Sachen in irgendein cooles, spannendes Video verpacken kann und mir dann selbst denke, wenn ich es hochlade, hey cool, das war ein nices Video, dann bin ich zufrieden. Das ist das, was ich davon erreichen wollte und mehr will ich eigentlich nicht. Und das ist eben einfach toll, dass diese Kreativität, die sehr eingeschränkt war in den letzten Jahren, bei mir jetzt wieder so rauskommt. Ich merke einfach, wie ich im Alltag viel kreativer bin. Ich merke einfach, dass da oben wieder was arbeitet und nicht nur dann, wenn es von mir verlangt ist, sondern einfach nebenbei. Es ist immer so, oh, ich habe eine Idee, ich muss es mir in mein Buch aufschreiben oder ah, ich habe das, okay, das mache ich, das probiere ich, das versuche ich, das tue ich. Das ist einfach ein so cooler und geiler Nebenfaktor, dass es wirklich einfach Spaß macht, eben diese Konzepte und diese Ideen umzusetzen für ein YouTube-Video. Und ja, der letzte Punkt auf meiner Liste ist einfach, es ist ein Hobby von mir. Es ist wirklich einfach nur ein Hobby. Ich möchte dieses Hobby nicht zum Beruf machen und natürlich Influencer, weißt du, das ist so ein, wenn ich einem Menschen helfen kann, der meine Videos sieht und sich dann denkt so, hey cool, der hat was in mir bewirkt, der hat mich zum Denken angeregt oder oh cool, der zieht Sport durch, ich will das auch durchziehen oder oh cool, 500 Tage Tagebuch, ich probiere das mal oder wow, 30 Tage kein Fleisch, ich esse eigentlich auch so viel Fleisch, ich verzichte jetzt mal ein bisschen drauf. Das, wenn sich eine Person das nach einem von meinen Videos denkt, dann ist mein komplettes Ziel erreicht. Und das klingt immer so unfassbar klischeehaftig, weil ja, es ist leicht, dass sich eine Person das denkt oder beziehungsweise es ist leicht, diesen Wunsch zu haben. Aber bei mir ist dieser Wunsch wirklich ein ehrlicher. Deswegen, es tut mir leid für den Kamera, aber klar, deswegen auch dieser, der Spruch von Seek Discomfort, den ich einfach lebe. Es ist cool, aus seiner Komfortzone herauszukommen und einfach mal was zu tun, was aus irgendeinem Grund in unserer heutigen Generation als unüblich, peinlich oder seltsam angesehen wird. Und zwar einfach nur aus dem Grund zu tun, weil man es selber gerne tut. Und das ist so ein unfassbar schöner Aspekt. Das geht verloren heutzutage und das ist so schade, weil es einfach so cool ist, mal etwas zu tun, worauf man Bock hat und nicht den Hintergedanken haben zu müssen, was ist, wenn, was sagt nur XY dazu und oh mein Gott, stellt euch mal vor, das filmt wer und lädt hoch und ah, diese ganzen Gedanken, die man sich tun muss. Es ist so cool, einfach was zu tun und genau deswegen ist es so cool, YouTube-Videos zu machen, weil vor einer Kamera wird man nicht so leicht gejudged, weil die Person, die judgen würde, auch filmt. Deswegen reden ja alle nur hinterrücks über eure Videos und nur wirklich diese Hardcore-Idioten melden sich dann in den Kommentaren zu Wort und schreiben irgendwas Dummes, weil sie sich hinter ihrer Anonymität verstecken. Aber die wenigsten Leute haben wirklich die Größe, euch ehrlich zu sagen, was denn falsch ist oder was sie besser machen würden. Es ist mehr so dieses, oh mein Gott, der ist so anders. Schaut ihn euch an, er macht YouTube-Videos. Was glaubt er? Will er Fame werden? Nein, will ich nicht. Und ich habe euch in diesem Video erklärt, warum ich es nicht werden will. Weil ich will nicht ein Influencer werden, der euch jedes dritte Produkt vorstellt, das er zugeschickt bekommt und ach so dahinter steht oder so. Ich will ehrliche Werte vermitteln und ich will, dass die Gesellschaft ein klein wenig offener dazu wird und die andere Mitmenschen einfach mal tun lässt, worauf sie Bock haben. Und das ist eine Revolution, die hier passiert, die schon seit Jahren passiert, die wir merken durch Social Media, denn diese Leute, die wirklich was bei Social Media erreicht haben, ich sage euch, 90% davon wurden am Anfang dumm angemacht. Und sobald dann auf einmal ein paar Follower da sind, traut man sich nicht mehr. Und zum Schluss sind sie wahrscheinlich selbst Fans und haben nach Geld gefragt. Und genau das ist dieser Teufelskreis dahinter. Weswegen ich meinte, ich will nicht Fame werden. Ich will nicht als Job Social Media machen. Ich will einen Ausgleich durch Social Media haben. Ich mache es gerne. Und ich glaube, das ist auch der einzige Punkt, warum man heutzutage mit sowas anfangen sollte. Weil wenn man das nicht gerne macht, dann wird man aufhören. Und wenn man aufhört und nicht die Konstante hat, wirklich dauerhaft etwas hochzuladen, dann wird das auch nichts werden. Und aus diesem Grund eben dieses ehrliche Video, wo ich einfach nur darauf losrede und ein bisschen
durcheinander, hoffentlich halbwegs strukturiert erkläre, warum ich YouTube-Videos mache. Es ist der Faktor, dass ich gerne Skills dazulerne. Es ist ein unfassbar geiler Ausgleich. Ich kann mich kreativ ausleben. Ich produziere ein YouTube-Video-Quote dafür nutzen, als kleine Hemmschwellenüberwindung sozusagen. Und zusätzlich habe ich dann noch die Chance, Menschen zu erreichen, die ich sonst niemals erreichen würde, und sie dazu zu bewegen, eventuell etwas zu tun, das sie sonst niemals tun würden, weil sie einfach denken, das passt nicht zu mir, das kann ich nicht, das darf ich nicht oder sonst was. Und deswegen sage ich dir, wenn du ein YouTube-Video hochladen willst, ein TikTok hochladen willst, ein Foto auf Instagram posten willst oder eine Story machst, dann mach sie, und wenn du darauf Lust hast, dann poste es. Und die Leute, die dumme Kommentare über dich abgeben, haben sowieso nichts in deinem Leben verloren. Und genau aus diesem Grund habe ich auch mich von sämtlichen Leuten distanziert, die das getan haben, weil ich einfach keine Lust auf solche Leute habe. Ich brauche niemanden, der hinter meinem Rücken dumm über mich redet. Das ist unnötig. Und es ist etwas, das leider heute viel zu häufig passiert. Und ich bin jetzt in eine ganz andere Richtung abgedriftet, aber grundsätzlich ist das der Grund, warum ich YouTube-Videos für niemanden mache, für null Views. Ich mache es nicht für Views und für Likes und irgendwelche Zahlen, die durch irgendein Computerprogramm ausgespuckt werden. Ich mache es für mich, und ich mache es, weil ich Spaß daran habe und weil ich gerne Videos produziere und gerne Sachen schneide und gerne mir irgendwelche coolen Dinge ausdenke. Und wenn dann eine Person, und das ist schon vorgekommen, und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein geiles Gefühl war, eine Person, die drunter schreibt und sagt, geil, probiere ich aus. Geile Sache, dass du das getan hast, hätte ich mich nie getraut. Ich bin der glücklichste Mensch, wenn das passiert. Das ist genau das, was ich erreichen will, und deswegen hoffe ich, dass einer von euch nach diesem Video eben auch anders darüber denkt. Und ich will euch jetzt nicht dazu bewegen, mit YouTube anzufangen oder so. Aber jeder hat so eine Sache, die er nicht macht, obwohl er sie gerne tun würde. Und das ist genau der Grund, warum ich dieses Video drehe. Macht diese Sache, die ihr gerne machen wollt, aber euch nicht traut. Aus welchen Gründen auch immer. Denn der Einzige, vor dem ihr euch in eurem Leben rechtfertigen müsst, seid ihr selbst. Ihr müsst selbst konform mit einer Sache sein und selbst sagen, das war eine gute Sache, das war eine gute Entscheidung, das war ein guter Weg. Und wenn das der Fall ist, wenn ihr mit euch selbst im Reinen darüber seid, dann ist es vollkommen egal, was Leute darüber sagen, weil die haben alle genug eigene Probleme, und ihr solltet euch um eure eigenen kümmern und nicht um die von anderen. Und ja, deswegen mache ich YouTube-Videos für null Views, weil ich einfach das Ganze gerne mache. Und deswegen werdet ihr auch weiter Videos auf diesem Kanal sehen. Und irgendwann kann ich mir das vielleicht anschauen und mir denken, krass, Digga, diese Einstellung hatte ich damals. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Und das bin ich in diesem Video. Und das bin ich nach diesem Video noch. Und deswegen werdet ihr weiter Videos von mir sehen. Ihr werdet weiter Content sehen, auf den ich Bock habe. Wurscht, ob der viele Views oder Likes bringt oder viral geht oder einen ganz sketchy Titel hat. Und wenn es ein sketchy Titel ist, dann wisst ihr jetzt auch, warum. Es geht einfach darum, dass ich selbst rausfinden will, was kommt an und was kommt nicht an und warum kommt etwas besser an und etwas schlechter an. Also, ich hoffe, es hat euch dieses Video gefallen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da ein bisschen einen besseren Einblick über meinen ganz, ganz kleinen YouTube-Channel bekommen, und wenn euch das ja wirklich so gut gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und verfolgt meine Reise. Ihr werdet mich auf jeden Fall nochmal wiedersehen, das verspreche ich euch. Bis zum nächsten Mal, euer Flo. Ciao.